an. Es gibt sogar Frauen. Nein, keine genau. Frauen in der Küche. Im Spiel. Genau, im Spiel, Alter. Im Spiel, das im Spiel. Paragraph 5721. Durch das Daumen hochgeben auf ein Danny Burnage Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Was geht, Freunde und Freundinnen? Mein Name lautet Danny Burnage. Und diesmal habe ich mal wieder einen Gast am Start. Stell dich mal vor. Hallo meine lieben Freunde, hier ist euer Jorginho und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ja, ich mich auch, Giorgio. Und was ich unbedingt erwähnen will, ich habe ein neues Mousepad. Ich weiß, das interessiert jetzt vielleicht nicht so viele, aber dieses Mousepad, das ist, ihr kennt ja diese dicken Mousepads, ne? Ich bin einfach voll begeistert von diesem Mousepad, weil, ey, das ist ungefähr 1 Millimeter dick, glaubst du mir, Giorgio? Das glaube ich dir auf jeden Fall. Das ist Fall. Einfach so wie ein Stückchen Papier, ohne Scheiß, nur halt mit einem festen Stoff, der nicht kaputt geht, ne? Außer wenn ich meine Maus mal wieder draufschlage, weil ich mich ärgere, ne? Dann kommen manchmal so kleine, Beulen, Dellen so sein, ne? Ja. Aber das ist einfach so richtig dünn, ne? Ich habe meine Maus von Razer, ich bin jetzt von Razer gesponsert oder so. Zum Sponsoring kommen wir auch noch gleich. Auf jeden Fall ist die so dünn und da schleudert ihr die Maus drauf, ne? Und das fliegt in ein anderes Land, die Maus, Alter. Also das ist so glatt, Alter. Richtig krass. Ja, ich muss auch dazu sagen, du hast mir jetzt schon mehrere Tage jedes Mal schwärmst du davon, also muss das echt mega geil sein. Ja, übel geil, Alter. Ich bin voll begeistert davon. Ich zeig euch das jetzt einfach mal, ich mach mal die Cam drauf. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr was seht, aber das ist halt so richtig dünn und das klebt man hier einfach so drauf. Ja, das ist von Razer. Ja, gibt auch von anderen, also ihr müsst nicht unbedingt von Razer kaufen jetzt, ne? Aber man kann schon sagen, Razer ist halt eine gute Marke. Ja, kann man schon sagen. Auf jeden Fall ziemlich geil und da seht ihr, guck mal, ich mache einfach den hier. Guck mal, siehst du? Nein, das siehst du jetzt nicht, ne? Aber das rutscht einfach über Team, extrem geil einfach. Und ganz genau, heute wollten wir über Ghost und unsere Pläne reden und über ein paar Sachen, über ein paar richtig wichtige Informationen. Ja. Und zwar holst du dir erstmal Ghosts. Ghosts werde ich mir definitiv holen, weil ich einfach denke, dass das ein Spiel wird, was definitiv eine Revolution bieten wird, weil Black Ops 2 wirklich so ein Flop war und ich einfach ein Fan von Infinity Ward bin. Ganz genau, so denke ich nämlich auch. Und die Leute, die jetzt Infinity Ward, MW2, MW3 nicht mochten, die haben natürlich Pech jetzt, weil Ghost ist von denselben Entwicklern. Genau. Und das wird ziemlich scheiße sein, wenn jemand das nicht mag, denn das wird wahrscheinlich so ähnlich sein. Da gibt es auch dann so einen Alien-Modus, das ist, wird wahrscheinlich den Zombie-Modus ersetzen, mal sehen, wie die es machen, obwohl ich nicht so der Fan von denen bin, wenn die irgendwas machen. Von dem letzten MW3-Modus war ich auch nicht so der Fan. Obwohl es schon gebockt hat, Alter. Das wurde halt nicht so auf YouTube präsentiert, aber eigentlich war es auch ein geiler Modus. Habe ich nie gezockt, nicht einmal, hat mich nie interessiert. Gut, am Anfang hat mich Zombie auch nicht interessiert, ne? Aber ja, jetzt werde ich sowieso nicht mehr spielen. Aber ich bin aufgelegt auf den Dingster-Modus, ne? Auf diesen Alien-Modus. Ich bin auch gespannt, Alter, wie sich das da zusammensetzt mit diesen Aliens und ob das so ähnlich wird wie Zombies oder ob die sich da was komplett Neues einfallen lassen oder ob es in der Zukunft ein bisschen sogar spielt, dass du da ganz andere Waffen hast und so weiter und so fort. Ich bin da echt gespannt, was sich da einfallen lassen. Und endlich haben wir Call of Duty YouTuber, ne, auch mal die Chance, etwas Neues zu bieten, weil wir müssen sagen, Black Ops 2 ist schon so ausgelutscht, dass wir Call of Duty Leute einfach so das Pech haben, sagen wir einfach mal, weil wir sind Call of Duty Leute und wenn auch ein Call of Duty scheiße wird, ne, da hat man halt Pech. Und genau, da müssen wir halt und jetzt mittlerweile ist Black Ops 2 schon ausgelutscht und jetzt freuen wir uns einfach auf Ghosts, da kann ich euch wieder richtig geile Sachen bieten, weil Ghosts wird auf jeden Fall extrem geil und es dauert nicht mal mehr 2 Wochen, bis Ghosts rauskommt, es dauert vielleicht nur noch 1,5 Wochen und ich freue mich einfach so verdammt auf das Spiel, Alter. Digga, nur noch 9 Tage! Nur 9 Tage, genau. Wir können ja so einen Countdown machen irgendwie so. Oder jeden Tag so ein Live-Commentary, Alter, wo wir die Countdown so zählen oder so. Weil ja, ich will wirklich das Spiel haben, ne? Und dann werde ich auch das erste Spiel hochladen. Gleich das erste Spiel am PC. Übrigens, ich habe Ghosts für alle Konsolen. Außer für die PS3. Die hole ich mir dann auch nicht mehr, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, kann die PS4, PS3-Spiele abspielen? Ich glaube, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich hole mir auf jeden Fall Ghosts, ich werde das für PC haben, für Xbox 360, für Xbox One und für PS4 werde ich Ghosts haben. Und dann werde ich es auf allen Konsolen spielen, das wird also extrem geil, da kann ich euch jeden von euch Leuten treffen, außer die eine PS3 haben, aber die kriegen dann wahrscheinlich eine PS4. Und ganz genau, dann habe ich noch einen Sponsor und zwar habe ich ihn so gefragt, ja, könnte ich vielleicht ein paar Keys von meinen Abonnenten bekommen, kann ich vielleicht ein paar Sachen dafür losen, damit ein paar Leute irgendwie auch das Spiel bekommen, die sich das nicht leisten können, ne, gibt ja immer so Leute, die können sich einfach das Spiel nicht leisten, kann ich auch irgendwo verstehen, weil es doch schon ziemlich teuer ist, so als ich damals jünger war, konnte ich mir auch sowas nicht leisten, ne, deswegen werde ich ein paar Sachen verlosen, auch Battlefield 4 Keys werde ich verlosen, ich werde das meiste aus meinem Sponsor rausholen, also der kann schon durch was raushauen, das erwarte ich schon definitiv. Auf jeden Fall. Ja genau, ich bin gesponsert bei GameKey for Me und dann habe ich auch noch gesagt, ja, ich möchte gerne von meinen Abonnenten auch einen Rabatt, also
ein bisschen Rabatt haben für die Spiele. Also das heißt, wenn ihr die Spiele da kauft, müsst ihr einfach Danny Burnage als Code eingeben, legt es mal in der Beschreibung und dann kriegt ihr das Spiel auch kostenlos. Also nicht kostenlos, aber billiger. Kostengünstiger. Genau. und jetzt sagen wir nochmal was dazu, und zwar Call of Duty Ghosts. Wir werden definitiv ein Road to Commander zusammen machen. Genau, wir werden ein Road to Commander zusammen machen. Und das wird auch extrem geil. Ich freue mich schon drauf, Digga. Da werde ich vielleicht jetzt nicht bei jedem Part, wenn wir zusammen sein, das wissen wir doch nicht. Aber ich werde auch andere Freunde einladen mit dem Giorgio. Da werden M-Core kann vielleicht auch noch dabei sein. Der wird wahrscheinlich eh den ganzen Tag zu Hause hocken. Außer er findet eine Freundin oder so. auf jeden Fall, ne, der M-Core wird definitiv zocken, Alter. Dann vielleicht noch Road to Commander, wenn wir auf jeden Fall jeden Tag hochladen. Den neuen Modus. Vielleicht auch noch den Singleplayer. Weil der. Ja, der Singleplayer spielt im Weltall. Das sieht so interessant aus für mich, dass ich eigentlich schon ziemlich aufgeregt bin. Und vielleicht würde ich sogar den Singleplayer Let's Play, wenn ich das Let's Play nicht wieder nach zwei Parts abbreche. Aber auf jeden Fall, vielleicht ist es auch Let's Play. Dann wird noch jetzt in Zukunft Trails kommen, weil ich gesehen habe, ihr fahrt drauf ab, so Trails mit Freunden ab und zu mal so. Das chillt auch richtig. Oder was sagst du dazu? Ich finde, Trials ist auch ein super Spiel. Aber ich möchte noch viel mehr jetzt in Call of Duty Ghosts eingehen. Ja, klar. Und zwar, was ich einfach sagen muss, ich freue mich auch übertrieben auf die Knie rutschen, ja. Also, bei Black Ops 2 war es ja der Hechtsprung. Bei MW3 gab es ja eigentlich gar nichts. Und deswegen finde ich die Variante, auf die Knie zu rutschen, ja, gibt nochmal ein ganz neues Spielerlebnis. Dann kann man sich jetzt auf der Konsole auch zur Seite wippen, ja. Also, dann kann man so aus dem Seitenwinkel mit dem Kopf so ein bisschen rausgucken und dann losschicken. Ja, gut, auf dem PC ging das schon länger, aber ich finde das für die Konsole eigentlich eine coole Neuerung. Dann freue ich mich natürlich auf das neue Extra, System, ja. Das sollen ja jetzt mittlerweile, glaube ich, über 50 oder 100 Extras sein. Also, Extras sind jetzt diese Dinger mit Hardliner, Fingerfertigkeit, Lagebericht und so weiter und so fort. Davon wird es auf jeden Fall eine Menge geben. Ich bin einfach wirklich geflasht von dem Spiel. Also, auch einen Soldaten ausrüsten kann man da. Also, seinen Soldaten personalisieren. Es gibt sogar Frauen. Nein, keine genau. Frauen in der Küche. Im Spiel. Genau, im Spiel, Alter. Im Spiel, das im Spiel. Ich muss hier. Das ist nicht normal. Im Spiel. Und Backwaren, Alter. So, und da müssen wir auch natürlich sagen, das Spiel, wie gesagt, ich hoffe, dass da auch wieder eine Moab gibt, auch wenn ich ihn niemals erreichen werde, ist ja auch scheißegal. Aber da gibt es auf jeden Fall sowas wie einen Odenangriff starten, ja, das ist aus dem Weltall irgendwie so ein Laserstrahl oder was ist ich, was da gibt. Ich glaube, das wird sowas wie eine Moab sein, dass man da irgendwie nach 25 Kills sowas bekommt, aber ich will dann natürlich nicht zu viel sagen, weil ich das nicht genau weiß. Ich weiß nur, dass da eventuell etwas hinkommt, dass Unterstützung wird wahrscheinlich rausgenommen, finde ich gut. Ja, fand ich bei MW3 schon scheiße, oder was sagst du dazu? Ja, das ist totaler Bullshit. Ich muss sagen, guck mal, man stirbt 10-mal, man kriegt irgendwie nach jedem 10 Kill einen Kill und hat trotzdem eine Drohne. So übel behindert, und das ist mit höheren Killstreaks auch so. Das ist das Behindertste, was es gibt. Aber ich will mich da auch gar nicht so beschweren drum, weil ich finde einfach, jedes Call of Duty hat so seine Macken und es wird immer Sachen geben, über die man sich aufregt. Und deswegen werden wir uns sowieso über etwas aufregen. Das ist auch vollkommen in Ordnung so. Aber auf jeden Fall habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich in allen Spielen, also auf den Konsolen, immer mein erstes Spiel zeigen werde auf dem PC und Xbox 360. Na, hast du gerade eben gesagt, dass du dein erstes Spiel auf jeden Fall zeigst. Okay. Dass du das auf jeder Konsole bringst, hast du nicht gesagt. Genau, nicht auf jeder Konsole, auf die Xbox. Ich werde auf jeden Fall mein erstes Spiel auf dem PC und mein erstes Spiel auf der Xbox 360 zeigen. Die Xbox One, die kommt ja ein bisschen später raus. Und ganz genau, dann kommt wieder sowas wie Quickscorebox und noch was, ganz, ganz wichtig. Habe ich das schon mit Device erwähnt? Nein, noch nicht. Die Weisheit. Ich werde wieder die Weisheit weitermachen. Also schickt mir Cam-Dateien ein, wo Jungs Fragen zu Mädels stellen. Also zum Beispiel irgendwelche Fragen zu Mädels. Zum Beispiel, wieso ist die so behindert? Wieso ist die nicht in der Küche? Wieso ist die jetzt... Warum spielt sie Call of Duty Ghosts? Solche Fragen zum Beispiel. Und die schickt ihr uns dann einfach ein. Also mir, per Cam mit dem Betreff die Weisheit auf YouTube. Und ihr müsst euch jetzt echt nicht schämen, so. Ich bin jeden Tag vor der Cam und ich lebe noch. Glaubst du mir das? Das glaube ich dir definitiv, weil ich kann ja auch gerade mit dir reden, ne? Echt? Also mir geht's ja auch nicht anders. Ich lebe auch noch, ich mache auch Videos mit Cam und da, also wirklich, Leute, es lohnt sich eigentlich. Es macht doch eigentlich Spaß, wenn man sieht, oh, mich sehen jetzt ein paar tausend Leute und die finden das cool, dass du dich, dass, ja, man muss auch Mut dafür haben. Genau. Ja? Und ihr seid dann auch was ganz Besonderes, wenn ihr auf so einem Kanal kommt. Also macht es auf jeden Fall. Die Weisheit war echt eine coole Serie. Bin ich auf jeden Fall froh drum, dass sie wiederkommen wird. Ja. Habe ich auch auf Facebook schon einen Post gemacht, aber so ganz, so nicht so direkt angesprochen. So, jetzt auch ein bisschen zu spät wieder ein Video, aber ist in Ordnung so. Da, es gibt bestimmt ein paar Leute, die sich so denken, okay, eigentlich ist es total chillig, ich muss gar keine Angst haben, vor was denn überhaupt, so, ne? Genau.
Und einfach Fragen zu Mädels stellen oder Mädels halt zu Jungs, ne? Und ich werde, egal wie alt ihr seid, das spielt gar keine Rolle. ich nehme alles mit Humor so, auch wenn die Frage jetzt nicht ernst gemeint ist. Aber ich werde sie auch nicht ernst beantworten. Außer zum Teil doch, schon zum Teil schon. Mal sehen, wie ich Lust habe, wie ich mich fühle in dem Moment. Und dann wird auf jeden Fall davon was kommen. Den Quickscope-Boss mache ich in Ghost auf jeden Fall auch noch. Also ich will meine Quickscope-Skills ja mal wieder beweisen. Alles klar. Und, dann will ich noch in Battlefield 4 mein erstes Spiel hochladen. So, Battlefield 4 wird jetzt nicht so viel kommen. Battlefield 4 mag ich jetzt nicht so sehr. Aber mein erstes Spiel kann ich durch hochladen. So eine halbe Stunde, 40 Minuten aufnehmen. So, das geht auf jeden Fall klar. Und ich denke, wir sind dann auch fertig, oder? Ja, auf jeden Fall. Und ich will jetzt auch nicht so viel erzählen, weil, wie gesagt, wir wollen ja noch ein paar Videos davon machen. Und noch was hinten haben, ne? Genau, und man muss auf jeden Fall irgendwie so einen Countdown machen, sodass man runterzählt, Alter. Weil ich will auf jeden Fall dieses Spiel in meinen Händen halten. Ich werde es mir sofort runterladen. Ich werde sofort Let's Play davon machen. Wenn meine Nachbarin beschwert, dann kann sie kurz hierher kommen, kann ich sie kurz ins Bett nehmen und dann kann sie wieder gehen. ich weiß noch, als sie das erste Mal hier war, ne, sich beschwert hat, ne? Und ich habe nie mit Dingsda Jojo telefoniert, ne? Und hat alles mitgehört. Ja, das war übelst lustig, Digga. Ja. Das war echt richtig lustig. Ja, und ganz genau. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke, Jojo, dass du mal wieder mitgemacht hast. Ich bedanke mich bei dir. Abonniere jetzt meinen Kanal für besseren Sex. Außerdem lasst jetzt einen Daumen nach oben da, wenn ihr das alles wollt und euch das gefällt, was wir besprochen haben. Jetzt habe ich was vergessen zu sagen, und zwar wegen meiner Homepage und so. Die wird auf jeden Fall auch noch gemacht. Die App wird auch noch kommen und so weiter und so fort. Also da müsst ihr euch keine Sorgen drum machen. Das wird auf jeden Fall alles kommen. Ich weiß. Ey, Digga, das hab ich von dir, Alter. Was denn? Immer wenn ich mich spreche, muss ich immer dieses. Immer, keine Ahnung, was da los ist. Er hat das immer gemacht und ich dann jetzt auf einmal auch, Alter. Auf jeden Digga, Fall. Kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Ja, und mehr davon. Und das hab ich von dir, Mann. Ich weiß. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nochmal. Lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, auf welche Konsole ihr euch Ghost holt, damit ich mit euch halt spielen kann. Ich überlasse dir das Schlusswort. Ja, liebe Freunde, ich freue mich auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich sag einfach mal 3, 2, 1. Ciao!